Vielleicht wird ein gerechter Geschichtsschreiber finden, dass es immerhin etwas war, wenn ein mittelloser jüdischer Journalist inmitten der tiefsten Erniedrigung des jüdischen Volkes, zur Zeit des heftigsten Antisemitismus, aus einem Lappen eine Fahne und aus gesunkenen Menschen ein Volk gemacht hat, das sich aufrecht um die Fahne scharte. Vorwort. Professor Einstein über Theodor Herzl. Klammer auf, aus einem Gespräch im September 1931, Klammer zu. Das Große an Herzl war, dass er die ungeheure Judennot seiner Zeit plötzlich auf seinen Schultern ruhen fühlte. Und zwar nicht nur die materielle, sondern vor allem die moralische. Von dieser Erkenntnis aus schritt er zur Tat. Er wollte den Menschen helfen, indem er ihnen ein gemeinsames, ideales Ziel zu geben versuchte. Dies, nicht die Staatsidee, war ihm das Wesentliche. Diplomatie, politische Taktik, Konferenzen und Unterredungen mit den Staatsmännern Europas. Das waren alles für ihn nur äußere Mittel. Die Schaffung der Heimstätte war ein Heilmittel, kein politisches Ziel im europäischen Sinn. Denn im Grunde war Herzl, wie alle kultivierten Juden seiner Zeit, kosmopolitisch. Man täte ihm Unrecht, wenn man ihn bei all seiner volkhaften Einstellung als Nationalisten im engeren Sinne werten würde. Es ist ganz sicher, dass er Palästina nicht etwa als eine Art Balkanstaat erstrebte. Aus der Tiefe seiner Hilfsidee, die keinen persönlich führerhaften Ehrgeiz hatte, ergab sich, dass er inmitten der starken, von ihm erweckten Leidenschaften oft einsam bleiben musste, und zwar immer dann, wenn sich die Sache von seinem hohen Ideal entfernte. Blättern wir um und lesen auf Seite 8 ein weiteres Zitat, das Manfred Georg seinem Werk voranstellt. Thomas Mann über, Anführungsstrichelchen, das Aufbauwerk in Palästina, Anführungsstrichelchen. Aus einem Gespräch im Juni 1930. Wissen Sie, es war doch ein ebenso neuer wie frappierender Eindruck, als ich zum ersten Mal freie Juden in einer freien jüdischen Stadt, Juden ungezwungen unter sich sah. Es waren verwandelte Menschen. Das Minus der Bedrücktheit, das Moment einer gewissen Unsicherheit, das ich so oft bei der Begegnung mit jüdischen Menschen gespürt habe, war hier vollkommen verschwunden. Ich habe begriffen, dass es die Juden nach Palästina zieht, damit sie sich dort seelisch erfüllen und befreien. Und dann kam eine Bemerkung, fügt hier der Autor ein, die mich aufs Tiefste erschütterte. Thomas Mann fuhr nämlich fort, schreibt der Autor. Merkwürdig finde ich es, dass man sich eigentlich oft in Deutschland Juden gegenüber direkt in die Nesseln setzt, wenn man solche Ansichten äußert. Als ich zum Beispiel einmal aufgefordert wurde, in das Pro-Palästina-Komitee einzutreten, waren es gerade jüdische Freunde, die in Gesprächen darüber heftig ihre Gegnerschaft kundgaben. Nun fährt der Autor fort. Was blieb mir anderes übrig, als dem Dichter, Thomas Mann,
gegenüber die Vermutung auszusprechen, dass es sich wahrscheinlich bei diesen Freunden um Männer aus jenen nur mehr spärlich restierenden und langsam sich auflösenden Schichten des liberalen Judentums der vorigen Generation gehandelt haben dürfte, die man von jüdischer Seite nicht mehr zu bekämpfen braucht, weil sie in der ganzen jüdischen Jugend kaum noch eine Nachfolge schafft haben. Wir sprachen dann noch von der großen jüdisch-arabischen Antithese, und der religiöse Mensch in Thomas Mann befürwortete mit starken und leidenschaftlichen Worten die arabisch-jüdische Aussöhnung, ein Standpunkt, zu dem ihn sowohl seine politische Überzeugung wie auch die Gespräche mit dem Jerusalemer Universitätsrektor Dr. Magnes gebracht haben dürften. Dann wandte sich die Unterhaltung europäischen Fragen zu. Die hier angeführten Gesprächsstücke bilden somit nur winzige Bruchteile einer allgemeinen politischen Unterhaltung. Unter der Zeitlupe des speziellen jüdischen Interesses aber dürften sie als Äußerungen eines der repräsentativsten Deutschen von heute die besondere Beachtung der jüdischen Welt verdienen. Erstes Kapitel. Nun sind wir also angelangt beim ersten Kapitel von Theodor Herzl, eine Biografie von Manfred Georg. In kursiver Schrift steht dort: ein junger Mann aus guter jüdischer Familie. Dann Absatz und dann gesperrt geschrieben: schon im frühesten Kindesalter, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So soll diese volkstümliche Geschichte vom Leben und Tod des Juden Theodor Herzl nicht beginnen, weil dieser Satz falsch wäre. Nichts, aber auch gar nichts, deutete im frühen Kindesalter darauf hin, dass dieser Knabe, der da am 2. Mai 1860 in der kleinen Tabakgasse in Pest dem Kaufmann Jakob Herzl und seiner Frau Jeanette geboren wurde, dazu bestimmt war, im Leben seines Volkes eine geschichtliche Rolle wie kein zweiter Jude seit vielen Jahrhunderten zu spielen. Diese ungarische Gasse, die im Schatten des Tempels lag, unterschied sich wenig von den tausend kleinen Gassen der Welt, in denen der jüdisch-europäische Mittelstand eng und emsig hauste. Und auch die Familie Herzl war, will man nicht heroisieren, samt Rechtschaffenheit und Frommheit von braver Unbedeutung. Das Feuer der großen Unruhe, in dem der junge Wolf Theodor später glühte, muss schon viele Generationen vorher in dem spaniolisch-jüdischen Stammesblut angezündet worden sein, ehe es in ihm so mächtig auflohen sollte. Seite 12. Es war ein warmes Nest, in dem er aufwuchs. Die Vorfahren waren gewandert und hatten schließlich, hergespült mit den Armeen Maria Theresias, ihre Heimat in Semlin gefunden. Pest war dann die Besiegelung des Aufstiegs, die endgültige Stufe nach Bürgereuropa. Die Stadtjuden Ungarns waren damals in gewissem Sinne in sich satte Menschen. Sie verdienten, waren in begrenztem Rahmen gut gelitten und sogen sich im Rausch der Emanzipation voll an den Brüsten der europäischen Kultur. Bildung, das war das große Losungswort. Der Liberalismus der Epoche schenkte allen,
die Kaftan und Idiom ablegten, das Entree-Billett für die große bürgerliche Schau des Jahrhunderts, die Zivilisation des Kapitalismus. Heute, da die bürgerliche Welt Europas im Begriff ist, sich aufzulösen, klingt der Inhalt einer charakterisierenden Bezeichnung wie ein junger Mann aus guter jüdischer Familie anachronistisch. Man verstand bis vor kurzem darunter den wohlbehüteten und körperlich gepflegten, mit allen Präparaten geistiger Aufzucht versehenen jungen Mann aus solid kaufmännischem Hause, der dazu bestimmt war, einen der akademischen Berufe, die ihm offen standen, zu ergreifen, um reich verheiratet als Sanitätsrat oder Justizrat, geachtet von der Gemeindeverwaltung und Standesorganisation, unter großem Trauergepränge beerdigt zu werden. Der gesamte Daseinsablauf, ein Riesenfortschritt an Lebenskomfort zu einer Zeit, da noch in Rumänien Juden zu Hunderten in die Flüsse getrieben wurden und dies für die dortige Regierung als ein Versuch galt, ihre Judenfrage zu lösen. Seite 13. Drei Pünktchen und dann geht es mit einem Absatz weiter. Herzl hat Zeit seines Lebens innig und ernst an seinen Eltern gehangen. Echtes und traditionelles Gefühl mischten sich in seiner Treue. Die Sendung Herzls freilich, deren Ruf er später folgte, hat mit seinem Elternhause nichts zu tun, höchstens in negativem Sinn. Dieses oder jenes fehlerhafte Verhalten von ihm während der großen Zeit seiner Prüfung und Berufung rührte aus dem Milieu seiner kleinbürgerlichen Erziehung her. Obenhin gesehen war die schöne Jeanette Herzl damals wohl eine ideale Mutter. Zärtlich, opferbereit und verliebt in den Jungen, dessen Klugheit sie spürte. Sie brachte ihm jene Überschätzung entgegen, die vermutlich die Übertragung des eigenen Geltungsdranges auf den Sohn war, ganz ihrer Liebe ausgeliefert, da der lebendige, nach außen gewandte Vater meist im Strom seiner kaufmännischen Geschäfte schwamm, erhielt der Knabe Theodor alles, was als gut und vornehm galt. Sprachstunden, Musikunterricht, private Nach- und Bildungshilfe mannigfaltigster Art. Wissen ist Macht, das Losungswort ihrer Epoche. Die Mutter wollte es an dem Sohn erfüllen. Und da er so ganz nach ihrem Idealbild gedieh, ein Mensch des physischen Ebenmaßes und von einer außergewöhnlichen geistigen Aufnahmefähigkeit, galt ihrer Vergötterung gute Begabung schon als Genie. In kleinen Talentzeichen sah sie Signa von bedeutungsvoller Wichtigkeit. Das Resultat ist eine fast töricht wirkende Stolzseligkeit. Der Junge tritt etwa eine Reise an. Da fällt ihm die Mutter um den Hals und beschwört ihn: »Mein teures Kind, schreibe uns jeden Tag, denn wir sind ja im Geiste immer mit dir und leben ja nur mit dir.« Aber eine Korrespondenzkarte genügt. Was du an Eindrücken, Stimmungen und Gedanken unterwegs findest, das arbeite als Schriftsteller aus, denn das gehört nicht uns, sondern der Welt. Diese Liebe war eine ebenso gebende wie nehmende. Die Mutter fixierte damit den Sohn bereits so früh und fest auf sich,
dass er auch als Erwachsener niemals aus ihrem Kreis heraustrat und in gutem wie in schlechtem Sinne nie eine fast an Hörigkeit grenzende Bindung verlor. Hand in Hand mit der Hochachtung vor dem Wort ging ein ausgeprägtes Gefühl der Eltern für die äußere Form. Mit der Mutter und seiner Schwester Pauline, die ein Jahr älter war als der verhätschelte Dori, stolzierte der junge Herzl über die Stadtpromenaden, und alle drei fügten sich ganz in das Bild eleganter Wohlhabenheit ein, das sich dort entfaltete. Und wieder drei Pünktchen und ein Absatz. Was Herzls Erfahrung mit der Schule anlangt, so schrieb er einmal in einer kurzen Autobiografie, als er schon mitten im Getümmel seines großen Lebenskampfes um die Ehre und Freiheit des jüdischen Volkes zurückblickte: Ich kann nicht leugnen, dass ich in die Schule ging. Zuerst wurde ich in eine jüdische Vorschule geschickt, wo ich ein gewisses Ansehen genoss, weil mein Vater ein wohlhabender Kaufmann war. Meine früheste Erinnerung an diese Schule bestand in Prügeln, die ich erhielt, weil ich die Einzelheiten des Auszugs der Juden aus Ägypten nicht wusste. Gegenwärtig möchten mich viele Schulmeister prügeln, weil ich mich zu viel an jenen Auszug erinnere. Im Alter von 10 Jahren kam ich auf die Realschule, wo man im Gegensatz zu dem Gymnasium, welches das Schwergewicht auf die alten, klassischen Sprachen legte, mehr das moderne Wissen betonte. Lesseps war damals der Held des Tages, und ich fasste den Plan, den anderen Isthmus, den von Panama, zu durchstechen. Bald aber verlor ich meine bisherige Vorliebe für Logarithmen und Trigonometrie, weil damals eine ausgesprochene antisemitische Richtung auf der Realschule herrschte. Einer unserer Lehrer erklärte die Bedeutung des Wortes Heiden, indem er sagte: Zu diesen gehören die Götzendiener, die Mohammedaner und Juden. Nach dieser merkwürdigen Erklärung hatte ich von der Realschule genug und wurde Schüler eines Gymnasiums. Dies war Herzls erster Zusammenstoß mit dem Antisemitismus. Er hatte eine praktische Folge, den Schulwechsel. Eine seelische stellte sich nicht weiter ein. Herzls Judentum, durch oberflächliche hebräische Stunden, formal frommes Beispiel der Eltern und die liberale Ruhe seiner jüdischen Gesellschaftsklasse gefestigt, war ebenso selbstverständlich und passiv, wie es auf keinerlei tieferem Wissen aufgebaut war. Als Theodor 18 Jahre war, starb Pauline, 1878. Die Eltern aufs Tiefste erschüttert, übersiedelten nach Wien. Der Sohn verließ fast gleichzeitig die Schule und bezog die Universität, um Jura zu studieren. Die Eltern waren darauf stolz. Noch stolzer aber waren sie, als Theodor erklärte, Schriftsteller werden zu wollen. Diese Neigung war schon früher bei ihm durchgebrochen. Mit 14 Jahren hatte er den literarischen Verein Wir gegründet, dessen Urkunden, bestehend aus Grundregeln und Hausordnung, bereits jene vom Vater ererbte Freudigkeit des Statutenentwerfens verraten, die ihm später in Angelegenheiten der großen Welt formal sehr viel geholfen hat. In diesem Verein, Wir, wurden eine große Anzahl Novellen, Märchen und Humoresken des Schülers Herzl vorgetragen, begabte Durchschnittsarbeiten von nicht allzu selbstständiger Art. Bald folgte in der 7. Klasse der erste Zeitungsartikel, der aus schultechnischen Gründen ohne Namenszeichnung erschien. Dass sich Herzl schon in der Schule entschlossen hatte, Deutsch und nicht
Ungarisch zu schreiben, kann nicht Wunder nehmen. Ich blättere um und überblättere dabei ein Foto, Jugendbildnis Theodor Herzls, auf dem der Knabe vielleicht im Alter von 13 oder 14 Jahren zu sehen ist, im Halbprofil von links nach rechts blickend, mit einem braven Jackett über einem Pullover und einem Polohemd. Ein ordentlicher Fassonschnitt mit rechts sitzendem Seitenscheitel umrahmt das noch kindlich zarte, fast etwas weiblich anmutende Gesicht. Weiter im Text, Seite 17. Die Bildung der mitteleuropäischen Juden dieser Epoche entstammte dem deutschen Kulturkreis und Wien zog ohne weiteres alle schreiblustigen und talentvollen Juden der Doppelmonarchie mit den Reizen seiner Überlieferung, seiner Dekadenz und seiner künstlerischen Anziehungskraft in seinen Bann. Wiener Zeitungen galten als europäische Blätter. Das Wiener Theater hatte damals noch nichts von der Berliner Konkurrenz zu fürchten. Als Zentrum einer märchenhaft vielfältigen, von rassisch und national einander gegensätzlichen Völkerschaften bewohnten Riesenreiches zog es seine zwischennationalen jüdischen Untertanen gleichzeitig als Arbeitsplatz wie als Ballfest des Geistes an. In Anführungsstrichen Caliban, seinem Versuch der Darstellung der menschlichen Gruppenleidenschaften, dargetan am Antisemitismus, gibt Arnold Zweig bei Erörterung der Typik gewisser österreichischer Schicksale einen treffenden Querschnitt durch die Situation eines gewissen jüdischen Verhaltens in der Wiener Atmosphäre, nämlich: In der österreichisch-ungarischen Monarchie lebte eine Gemeinschaft von Juden, mehreren Millionen, ein ungeheures Reservoir von Begabungen aus einer im grenzenlosen Elend materiell und kulturell leidenden galizianischen, magyarischen, slowakischen, mährischen Judenheit, aus Beamtenfrechheit mit komischen Namen gebrandmarkt. Als ihr von der Liberalität der nachjosephinischen Ära kultureller Aufstieg eröffnet wurde und der Kulturglanz einer wirklichen Gesellschaft und eines auf gewisse Weise verführerischen Menschentyps am Ende der Karriere lockte. Es lohnte schon für ein kluges Mädchen aus dem galizianischen Ghetto den Weg bis zur Lebenshaltung einer kleinen Erzhugin zu durchlaufen. Es war schon etwas für einen Budapester Judenjungen, als Staatsmann mit dem deutschen Kaiser oder den Rothschilds zu verhandeln. Man konnte schon den Triumph spüren, wenn man vom kleinen Mimen bis zum Schlossherrn mit einer Art von Hofhaltung in die Höhe kam. Man durfte schon verzweifeln und zur Pistole greifen, wenn der Drang, anders zu sein, als man war, nur durch den Tod befriedigt werden konnte. Keine Selbstverhöhnung und Selbstzüchtigung war stark genug, wenn sich herausstellte, dass man ewig ein Untam aus Otterkring bleiben, aber die Seele und das Verlangen eines Hellenen in sich entdecken musste. Der sogenannte jüdische Selbsthass, die spezifisch österreichische Form der Ich-Entwertung, der jüdische Weltschmerz, die jüdische Verzweiflung, der leidenschaftliche Ansporn zur Verneinung des eigenen Wesens kam vorzugsweise dort vor, wo das Leben der nichtjüdischen Gesellschaft wirklich Glanz, Farbe, Zauber und humanes Menschentum hervorbrachte oder spiegelte. Zitat Ende. In der Aura dieser Situation atmete der junge Herzl, der in seinen Nächten davon träumte, ein bedeutender Feuilletonist und Bühnenautor zu werden. Mit dem Danaer-Geschenk des vorzüglich in Deutsch in der Tasche stand der Mulus da,
100 dramatische Pläne im Kopf, erfüllt von Ehrgeiz und Sehnsucht nach Ruhm. Ein junger Mann aus guter jüdischer Familie, der ein Poeta Laureatus werden wollte. Nach drei Pünktchen und einem Absatz geht es weiter. Mützen, Farben, bunte Bänder. Es war gar kein Wunder. Herzl musste nach Ziel und Erziehung auf diesen Couleur-Rummel hereinfallen. Eines schönen Tages war er Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Albia. Das Zwischenspiel endete rasch und nicht schön, denn es stieß Herzl bald auf, dass sich seine Burschenschaft recht rüde und antisemitisch benahm. Höflich und sehr korrekt meldete er darauf seinen Austritt an. Er schrieb nicht ohne Wehmut und bittende Erbitterung. Man antwortete ihm grob. Er bat um Streichung. Man schmiss ihn raus. Wieder erscheint dieses kleine Erlebnis an ihm abzugleiten. Seine Wohlerzogenheit, sein Gefühl für Gerechtigkeit und Menschenwürde hatten ihn die Briefe an seine Bundesbrüder in einem fast überloyalen Stil schreiben lassen. Die Antwort war knotig. Herzl schüttelte sich. Die Schmutzspritzer der Beleidigung sprühten von ihm ab. Vielmehr schmerzten ihn die Enttäuschungen, die er am Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn erlitt. Mehr oder minder freundlich landeten die versandten Artikel und Novellen wieder auf seinem Schreibtisch. Auch die Stücke, die er schrieb, konnte er zuerst nicht unterbringen. Mit Recht, denn sie waren vorläufig völlig bedeutungslos. Trotz aller Intensität, die er dahinter setzte, erreichte er weder in der Prosaarbeit noch in der dramatischen jene Linie, hinter der die Kunst anfängt. Und es bedeutet keine Sünde, wieder den Lauf dieser Lebensbeschreibung, wenn wir hier gleich rasch das gesamte dramatische Schaffen Herzls vorwegnehmen. Denn davon wird nichts bleiben, wenn auch betont werden muss, dass Herzl in tiefster Seele stets daran hing und in den Zeiten schärfster politischer Aktivität immer wieder zur Schreibtischarbeit zurücktrieb, die ihm schriftstellerischen Ruhm bringen sollte. Mit rührender Naivität bemühte er sich auf eine Geltungsstufe mit seinen Freunden Schnitzler und Bär Hofmann zu kommen. Ihnen las er auf seinem Sommersitz in Aussee die neuen Opera regelmäßig vor. Wie häufig musste er im zweiten Akt merken, dass rings nicht die Stille der Andacht, sondern der Peinlichkeit herrschte. Und dann klappte er das Manuskript beschämt zu und versicherte, das nächste Mal schreibe ich ein besseres Stück. Neben zahllosen Artikeln über die künstlerischen und politischen Fragen seiner Epoche sowie vielen ausgezeichneten Reiseschilderungen, denen Verehrer eine Vereinigung französischer Grazie mit nordischer Beobachtungsgabe, eine Fantasie begrenzt von melancholischer Menschenkenntnis, nachrühmen und die journalistisch wie die blendenden Schilderungen Palais Bourbon wirklich ein hohes Niveau halten, entsteht so im Laufe der Jahre eine große Zahl von mittelmäßigen Theaterstücken. Die relativ bekanntesten davon sind Seine Hoheit, das Geld, Der Flüchtling, Prinzen aus Genieland, I Love You, Unser Käthchen, Gretel und Das neue Ghetto. Für uns sind diese von starrer Plauderei oder romantischem Pathos erfüllten Arbeiten kaum noch lesbar. Und man kann sich nur dem Urteil eines so wahren Freundes und Weggenossen Herzls, wie es Jörg Steiner war, anschließen, der im Gegensatz zu der Hochachtung vor Herzls Journalistenarbeit bekennt, geringer müssen seine Theaterstücke eingeschätzt werden,
Produkte des Zeitungskurseurs, die mit seinem wirklichen Wesen nichts zu tun haben. Nur das neue Ghetto, das übrigens von der gesamten Presse, zum Teil aus politischen Gründen, fast einmütig demoliert wurde, der Verfasser. Eine Einführung in den Vorhof zionistischen Denkens entstammt seinem wahren Empfinden. Ich lese das nochmal, damit es besser verständlich wird. Also, Jörg Steiner sagt, geringer müssen seine Theaterstücke eingeschätzt werden. Produkte des Zeitungskurseurs, die mit seinem wirklichen Wesen nichts zu tun haben. Nur, Anführungsstrichchen, das neue Ghetto, Anführungsstrichchen, Klammer auf, das übrigens von der gesamten Presse, zum Teil aus politischen Gründen, fast einmütig demoliert wurde, der Verfasser, Klammer zu, eine Einführung in den Vorhof zionistischen Denkens entstammt seinem wahren Empfinden. Also nur das neue Ghetto entstammt seinem wahren Empfinden. Weiter heißt es dann hier im Text, freilich ist es ihm, dem es versagt war, lebenswahre Personen auf die Bühne zu stellen, gelungen, eine ganze Nation aus todesähnlichem Schlaf zu wecken. Zitat Ende. Nach dieser entlastenden Vorschau können wir zum Studenten Herzl unbefangener zurückkehren. Ein hübscher, stattlicher Kerl, ja, ein Beau für Frauen. Verse, die Bühne und den Kartentisch schwärmend, Gentleman von Haltung, mit Geld in der Tasche. Das hob, trotz Zähneknirschens und verletzter Eitelkeit, ihn immer wieder über das Missgeschick des Tages hinweg. Er machte viele Reisen, ein junger, feiner Herr, sah er den Gardasee und Luxusbäder von den Terrassen der Hotels und der Tropfen Weltschmerz abends beim Mondenschein, wenn seines Blutsgenossen Heinrich Heines gelbe Himmelsmelone über Desenzanzo leuchtete. Das war ein positiver Geschmack im Lebenscocktail unseres jungen Bourgeois. Aber da ist ein Freund. Gleichaltrig und doch tausendmal älter als Herzl. Heinrich Kahner. Dass Herzl diesen Kahner liebte, zeigte früh, dass er kein verlorener Mensch war. Denn dieser Kahner, ein Mensch ohne Haut, ein typischer Untergangsjude, war Herzl, diesem lebenssüchtigen, applaushungrigen und mit seinem Weltschmerz kokettierenden Kraft- und Genussmenschen, in vielen überlegen. Kahner war ein Mensch, der vor lauter Verantwortung nicht zum Schreiben kam. Ein Mensch, der seine Mitmenschen nicht bei ihren Worten, sondern bei ihren Gedanken packte. Und der zu überklug war und durch seine jüdische Natur zu geschwächt, um ein Erdenleben leben zu können. Er wich auch später der brutalen Gewalt des Seins und erschoss sich, ohne viel Aufhebens, in Berlin. Zu jener Zeit aber, da Herzl 23-jährig mit Gott und der Welt hadert, schreibt ihm Kahner einmal diesen Brief, der den ganzen Herzl förmlich spiegelt. Seite 23, Anfang des Briefes. Mehr Sorge aber, mein lieber Theodor, macht mir die Stimmung, die aus deinen Briefen spricht. Das ist eine knabenhafte, kindische. Was hat sich denn da alles in deinem Hirn gesammelt? Demütigungen, Ekel, Kot. Herrgott, wo nimmst du denn all diese Dummheiten her? Was sind denn das für Demütigungen, wenn du mit ein paar hässlichen und unangenehmen Menschen verkehren und ihnen ein freundliches Gesicht zeigen musst? Wälzt man sich deshalb schon im Kote? Darf man sie entgelten lassen, dass sie unangenehm und hässlich sind? Die Leute mögen ja sonst in ihrem Lebenskreise ganz prächtige Menschen sein, brave Väter, treue Freunde, tüchtige Kaufleute, Literaturjuden und Schwiegermütter, die ihren Platz ausfüllen.
Du bist also vor allem inhuman, intolerant. Du glaubst, bewusst oder unbewusst, dass du also berechtigt wärst, wenn die Leute auf dich einen unangenehmen Eindruck machen, allen deinen Empfindungen die Zügel schießen zu lassen. Dazu bist du ganz und gar nicht berechtigt. Ein gewisser würde hier mit Recht auf einen kategorischen Imperativ hinweisen. Was wäre das für eine Welt, wenn jedermann seine subjektive Empfindung oder Empfindlichkeit zum Maßstab seines Benehmens gegen andere machen dürfte? Ich gehe mal eben noch mal zurück im Text an diesen Satz, an dem er Folgendes sagt. Ein Gewisser würde hier mit Recht auf einen kategorischen Imperativ hinweisen. Na, welcher Gewisse wird hier wohl gemeint sein? Und welcher kategorische Imperativ dürfte das sein? Ein Bibelzitat vermute ich mal. Gut, nun mache ich weiter unten im Text. Wir sind weiter in dem Brief, den Kana an Herzl geschrieben hat. Du bist aber noch mehr, lieber Theodor. Ich muss dir das sagen, so herb es klingen mag. Du überhebst dich, nicht mehr und nicht weniger. Du überhebst dich allerdings ganz unbewusst. Aber wenn ein anderer, der nicht so wie ich es weiß, dass du im Grunde deines Herzens ein braver und bescheidener Mensch bist, deine überspannten Superlative lesen würde, was müsste er da denken? Weißt du, was er denken würde? Da ist ein junger Mensch, der ein gutes Stück geschrieben hat. Es zur Aufführung zu bringen, Ehre und Erfolg damit zu gewinnen, ist für ihn Lebensaufgabe. Natürlich. Nun aber verlangt er, dass alle anderen es auch als ihre Lebensaufgabe ansehen sollen, ihn zu fördern, dass sie alles liegen und stehen lassen sollen, an nichts anderes denken. Weil sie das nicht tun, wozu sie ganz berechtigt sind, weil sie sich für ihn nur interessieren in der Weise, wie sie es ihr ganzes Leben lang gewohnt sind, wird der junge Mensch erbittert. Und das Bild der Welt verzerrt sich vor seinen Augen. Er sieht überall Kot und empfindet Ekel. Töricht oder hyperegoistisch? Töricht nicht, weil er ein grundgescheites Stück geschrieben hat. Aber hyperegoistisch. 1300 Millionen Menschen trägt die Welt. 1300 Millionen Mittelpunkte der Welt. Und da verlangt ein einziges kleines 300 Millionstel, dass alle anderen zu funktionieren aufhören. Ende des Briefes. Dieser Brief steht hier, weil er Herzls Art und Wesen in dieser Zeit treffend aufzeigt. Eine Art und ein Wesen, die völlig entfernt von dem eines Führers sind. Ein solcher Mensch wie Kana hat Herzl später oft und sehr schwer gefehlt. Augenblicklich ist er ihm ein Trost im Kampf um den äußeren schriftstellerischen Erfolg. Jahre schwankt Herzl zwischen Anerkennung und Ablehnung. Eine kurze, dramatische Arbeit von ihm, Tabarin, Bajazzo-Motiv nach Catulle Mendès verarbeitet, wird durch Mitterwurzer in New York gespielt und hat einen gewissen Erfolg. Andere Stücke müssen freilich in der Schreibtischlade bleiben. Es geht nicht recht vorwärts. Der Wiener Feuilletonist in Herzl lässt ihn zu keinem lebendigen Kontakt mit den mächtig vordringenden naturalistischen und gesellschaftskritischen Tendenzen der deutschen Literatur kommen. Seine Themensetzungen sind meist seicht. Die vielfachen Kompaniegeschäftsangebote an bekanntere Autoren entsprechen mehr ehrgeizigem Willen als echtem Selbstbewusstsein. Es besteht, besonders als sich Bühnenerfolge einzustellen begannen, die Gefahr, dass er völlig im plätschernden Wässerchen blumentalscher oder lindauscher Lustspielgeistigkeit ertrinkt. Privat ordnete er sich dem bürgerlichen Leben ein durch die Heirat mit Juliane Naschauer, der vierten blonden und blauäugigen Tochter des jüdisch-böhmischen Kaufmanns Jakob Naschauer, in dessen Haus
er bereits als Student verkehrt hatte. Immer wieder taucht seitdem in seinen Briefen der Name Julie auf. Und es wird schließlich Herzls Ziel, sich ein Heim zu gründen. Von Seiten der Eltern der Braut hat man nichts gegen den Mann einzuwenden, nachdem sich die Habitués der Premieren in den Theaterfoyers mit devoter Miene tuschelnd umdrehen. Ein Schriftsteller, der Geld verdient. Das reinigt ihn in dem kapitalistischen Milieu dieses Kreises immerhin von dem Zweifelhaften dieses Berufs. Am 25. Juli 1889 heiratete er und startet zur Hochzeitsreise nach Frankreich. Schon am 29. März 1890 wird ihm das erste Kind, die Tochter Pauline, geboren. Das Familienglück ist rein und friedlich. Und wenn auch dieses Stück durchrasselt oder jene Zeitungsbeziehung abbricht, die Fron dieser nächsten Jahre ist trotzdem letzten Endes Labsal. Da ereilt ihn im Oktober 1891 in San Sebastian das Schicksal. Die Wiener Neue Freie Presse bestellt Herzl zu ihrem Korrespondenten in Paris. Das ist das Sprungbrett, jubelt er. Er weiß nicht, in welchem Sinne sich dieser Ausruf erfüllen soll. Tja, liebe Zuhörer, damit sind wir am Ende von Kapitel 1 auf Seite 26 der Herzl-Biografie von Manfred George angelangt.